Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, die Gaben von Gott, 1. Korinther 12, waren Offenbarungsgaben. Das Vollkommene, gleich das Wort Gottes, hat diese Offenbarungsgaben abgelöst. Es gibt jetzt keine Offenbarungsgaben Gottes, wie sie in 1. Korinther 12 erwähnt werden. Es gibt auch keine Personalgaben in Epheser 4. Es gibt jetzt die Dienstgaben von Römer 12. Die neuen Offenbarungsgaben, die sich ganz am Anfang dann schon unter die Gläubigen eingenistet haben, sind immer Gaben Satans. Lehren von Dämonen. Ich habe alles. Ich habe das Wort Gottes, die Bibel. Ich brauche nichts mehr. Nicht mal im Himmel gibt es mehr. Im Himmel gibt es nur weniger. Abwesenheit von falschen Offenbarungsgaben, Abwesenheit von Sünde, Abwesenheit von Sündern. Wenn Dr. Roger Liebi lehrt, dass es heute Weissagung gibt, sind dann seine Predigten Weissagung unantastbar, unfehlbar? Zum Nachdenken. Falls Weissagung nicht fehlerfrei wäre, dann wäre es die Bibel auch nicht. Doch wie sortiert man dann, was genau von Gott kommt und was nicht? Ich hoffe, dass jeder das Dilemma und deren praktischen Konsequenzen aus dieser Auslegung versteht. Das Vollkommene kann niemals der Ewigkeitszustand sein, denn die Bibel ist keine Teiloffenbarung Gottes. Sie ist kein Stückwärts, ein Ganzes, sondern die ganze Wahrheit. Die Bibel endet mit Offenbarung 22 mit den Worten: Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Baume des Lebens und der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt hat: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Man kann nicht lehren, dass die Bibel vollkommen und abgeschlossen sei, aber gleichzeitig gäbe es heute Weissagung. Man kann nicht lehren, dass Gott alle Menschen retten möchte, aber gleichzeitig schenkt er seinen Erwählten den rettenden Glauben. Man kann nicht lehren, Gott liebe Israel, aber gleichzeitig sei der rettende Glaube eine Gabe Gottes an eine von ihm erwählten Gruppe aus Israel. Es wundert mich nicht, dass viele Christen heute so dermaßen verpeilt sind durch die ganzen Kommentare, dass sie zugeben müssen, kriegen wir nicht in unserem Kopf zusammen. Wie wäre es einfach mal, Themen selbstständig auszuarbeiten, statt Bibelkommentare und Bibellehrern nachzuplappern und sie als Weissagung anzuerkennen? Juan Jeremias. Hat zum Beispiel ein Dr. Martin Luther geweissagt, als er lehrte, dass wir heute im Friedensreich leben würden und das sichtbare Reich nicht mehr käme? An die Luther-Fantruppe: Dr. Martin Luther lehrte, dass wir jetzt im Friedensreich seien. Ohne Kommentar. Oder dass Gott Israel hasse und sie keine Verheißung mehr hätten. Er rief sogar auf, Synagogen anzuzünden. War das alles Weissagung? Der rettende Glaube sei eine Gabe von Gott an die von ihm erwählten Sünder. Haben Augustinus von Hippo, Johannes Calvin, Martin Luther alle geweissagt mit ihrem Judenhass in ihren Predigten? Einfach mal nachdenken für jene, ob eine Predigt, ein Vortrag als Weissagung anerkannt werden darf, ob das wirklich eine biblische Haltung ist. Juan Jeremias. Der Herr Jesus sagte, als noch kein Buch des Neuen Testaments niedergeschrieben war,
Johannes 6, Vers 12 bis 14. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, ab Pfingsten, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Die ganze Wahrheit, das Vollkommene, gleich die Bibel. Juan Jeremias. Drei Dinge haben sich erfüllt, als das Vollkommene erschienen ist. Sie liegen heute alle in der Vergangenheit. Weissagungen, Prophetie, wurde mit dem Erscheinen des Vollkommenen sofort beendet, Katargeo. Sprachenrede ist mit dem Erscheinen des Vollkommenen langsam ausgeklungen und zum Stillstand gekommen, Ba-Uo. Direkt inspirierte Erkenntnisse wurde mit dem Erscheinen des Vollkommenen sofort beendet, Katargeo. Drei Dinge bleiben, bis wir vom Glauben ins Schauen kommen. 1. Korinther 13, 14. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir Christen heute weissagen nicht, reden nicht in Sprachen Geistesgaben und haben auch keine neuen Erkenntnisse als alleine die Schrift. Offenbarung 23 wird es niemals geben. 2. Petrus, Kapitel 1, 19 bis 21. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr von vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wenn ich jemandem sage, dass er aufgrund seiner Sünden sich bekehren und dem Werk des Herrn Jesu Christum glauben muss, um nicht den ewigen brennenden Feuersee geworfen zu werden, kann man das als Weissagung bezeichnen. Es ist aber keine göttliche, neue, zusätzliche Weissagung. Aber nicht ein Weissagen, das nicht aus dem Wort Gottes alleine basieren soll. Der Urtext der Bibel ist das Vollkommene. Wir in Christo Vollkommenen, die Gläubigen aber im Leibe noch Unvollendeten, dürfen aus diesem vollkommenen Schatz schöpfen und den Menschen anbieten, ebenso aus diesem Schatz glaubend zu schöpfen zu ihrem Heil und Leben. Olivier. Der Jesus sagte, als noch kein Buch des Neuen Testaments niedergeschrieben war, Johannes 16, Verse 12 bis 14. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, ab Pfingsten, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Die ganze Wahrheit ist, das Vollkommene ist die Bibel. Juan Jeremias. Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kurzen Gedanken dienen, um weiter in das vollkommene Wort Gottes, völliges, hundertprozentiges Vertrauen zu haben. Amen. Yeah.